ist ja weg. Genau. Und dann leite ich das ja hier rüber in Tanks. Ich meine, ich könnte es wahrscheinlich auch direkt an die an das Ding anschließen, oder? Ja, aber guck mal, in den Leitungen ist ja schon nichts drin. Also ich denke mal, vielleicht müssen wir hier irgendwo auch eine Pumpe dazwischen bauen. Ja, da braucht... Hahaha, witzig. Da brauchen wir Electric Engine Units und darum... brauchen wir wieder den Lubricant in der Fabrik. Also ich denke mal, diese Rohre, die haben ja auch, glaube ich, nur eine gewisse Reichweite. Auch was den Druck da drin angeht. Und deswegen ja. Kommt dann da teilweise auch nichts mehr an. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es da eine Unterscheidung gibt zwischen oberirdischen oder unterirdischen Rohren. Ob die unterirdischen zum Beispiel generell mehr Druck liefern als die oberirdischen, weiß ich nicht genau. Ja, weil dieser Tank, den ich hier habe, diesen Storage Tank, der nimmt immer ein bisschen was auf. Okay. Aber das war's dann auch schon. Ich glaube, ich gucke mir mal eben an, wie das funktioniert. Warte, ich baue mal hier noch mal ein bisschen was ab. Ach, Iron Gear Wheels, meine Fresse. Warte mal, ich baue hier mal eben ein bisschen was ab und brauche ja nicht 500 Tanks. Ach ja. Sondern das wird ja wahrscheinlich reichen. Auch nicht mehr drin. Das sind die Wassertanks, die brauche ich. Hier unten haben wir eine Kiste, sehr schön. Da kann ich mir jetzt ein bisschen gütlich tun an dieser Kiste. Ein bisschen Raubbau betreiben, hervorragend. So, dann schauen wir mal nach einem Roboport. Ich baue mal zwei Roboports. Wir haben zwar noch keine Roboter, aber immerhin, wa? Egal. Hauptsache. Vielleicht geht das besser, wenn ich das so mache. Bau er mir einen Roboport. So, einen haben wir. Wo ist er? So, da fließt jetzt bis... Ach, da. Ja, jetzt fließt es durch. Aber... Hä? Können wir den ja hier hinstellen? Oh Mist, was waren... Oh, wie waren das nochmal? Ich glaube, grün war Construction Krass. Bots, ne? Grün war, glaube ich, die Reichweite der Construction Bots und orange war die Reichweite der Logistik Bots. Irgendwie so. Okay. Ah. Ich glaube, weil ansonsten könnte man nämlich hier erstmal... So, da kommt jetzt was an. Das hier so ein bisschen abchecken und abdecken. Abchecken und abdecken? Ja, Mann. So. So, geht das jetzt? Auch ein verbunden werden oder verbunden sein müssen die ja auch noch, die beiden Dinger. Und das, ah, ich verstehe. Jetzt muss wieder ganz hinten rum. Ach, hey, okay, dann brauchen wir da eh noch einen. Was, eck? Ach, fuck, nein, nicht mit Wasser mischen, du doof. Oh. Wieso ist der denn... Hä? Wieso ist der jetzt mit Wasser gemischt? Seid ihr bescheuert? Was denn? Oh Gott, ey. Wieso ist denn jetzt hier Wasser drin? Ja gut, Nee, eben nicht Wasser. Du sollst... Na. Worüber am Verzweifeln? Wieso ist denn da jetzt Wasser? Warum nicht hier eigentlich Stroh? Water? Pipe? Was? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Der geht bis da ein drüber. Okay, schon mal sehen. Ja, wunderbar. TTF? Ja. Was ist denn das jetzt für eine Kacke? Was ist passiert? What happened? Ich habe jetzt plötzlich hier Water drin. Was soll denn der Scheiß? Wo hast du Water drin? Wo bist du denn? Da unten hier. Hier. Guck mal hier, wo das Zeug rauskommt, da fließt jetzt Wasser durch. Das ist nicht so gut, ne? Was sind das jetzt für eine Scheiße? Hast du hier irgendwas umgestellt? Ja, ich habe da hinten was weggenommen, aber irgendwie durch eine Verbindung ist das jetzt hier mit Wasser. Oh Gott. Ja, guck mal, du hast hier hast du die Verbindung drin. Weiß nicht, brauchst du für Schwefel auch Wasser? Ja. Ja. Hm.
hier hast du Wasser drin gehabt, ja. Keine Ahnung, wo es hergekommen ist. Ja, es hat irgendwo mit irgendeiner Verbindung hat es, Warte mal. Das mal abreißen, ne? Jo. So. So, pass auf. Mach mal nochmal neu. So, dann brauche ich aber auch noch die... Warte mal, die krummen Dinger. Ich habe hier noch welche. Guck mal so. So, dann hast du hier schon mal für den Kollegen. Genau, dann brauche ich jetzt noch für den anderen Kollegen und davon gehe ich hier weg. So, dann willst du hier runter, oder wie? Genau, jetzt will ich hier runter. Und dann will ich hier rüber. Oh. So, dann will ich hier runter. Ja, da kommt jetzt schon kaum was an. Und dann will ich hier die, den Storage-Tank irgendwo hinsetzen. Da kommt ja jetzt kaum schon was an. Warte mal, ich probiere mal kurz was. Na, ich stehe jetzt genau da, wo der Storage-Tank hin soll. Ich Knobelbecher. Auch sehr gut, ne? So. Also ist jetzt hier mehr Druck drin? Nö. Brauchst du doch wieder mit dem Tank. Mhm, aber nur einen. Okay. So, gut. Also. Achso, du bist unterirdisch gegangen? Ja. Okay. Na, da kommt jetzt was an, aber hier... Kann man halt auch besser laufen und so, ne? Guck mal, der hat doch zwei Ausgänge. Ah, jetzt kommt da auch was an. Ja, es dauert immer ein bisschen. Aber der geht halt super. Ach du Scheiße, was ist denn da hinten los? Haben wir keinen Strom mehr, oder was? Ah, jetzt kommt aber mehr raus, okay. Was ist denn los? Was, wo, wie? Oh, Furk, warte. Oh, ich sehe es. Nee, ist nichts mehr. Irgendwas im Argen. Nö, hier ist aber alles gut. Spinnt das Game oder was ist ich los? Ich weiß es nicht. Also hier, mal, hier. Alles gut. Ist alles gut. Oder was hat da hier für ein Problem? Was ist denn mit den Turrets? Die haben. Ah, hier sind natürlich. Die sind jetzt auch genau schon, wenn du mal guckst, genau vor unserer Mauer, ne? Ja, ja, die haben. Die sind näher gekommen. Das ist so, aber nicht das Stromzeichen, was da oben auf der Karte ist. Das ist irgendwas anderes. Ja, warte mal hier. Muni oder was? Ach, 36 Objects Missing Construction Robots. Bla bla. Vergiss es einfach. Ach weil, so, aber das, ja, weil ich ja schon zwei Roboports gesetzt habe, ja. Okay. Also die Solarpanels, ich habe jetzt gesetzt 2, 4, 6, 8, 16, 24, 28 Stück. Die liefern jeweils 60 kW. Cool. Ist ja schon mal ein bisschen. Aber das ist halt durch die Nacht halt rucki-zucki weggefressen. Ja, ja, klar, ne? Da brauchen wir dann Batterien, also beziehungsweise Akkus. So, guck und mal, wie viel ich hier noch habe. 27 immer noch nicht schlauer. Hab ich wieder. Sehr gut. Ich bin immer noch nicht schlauer mit diesen blöden Dingern. So, ja genau, Missing Construction Robots, ja. So, weil ich probiere jetzt hier nochmal was an. Ich stelle jetzt mal einfach hier eine Fabrik einfach mal mitten hier in die Walachei. So, einmal Strom. Und jetzt, wenn ich ihr jetzt das Rezept gebe. Aha! Jetzt sehe ich hier auch gerade den Fehler. Guck mal. Aha. Jetzt. Ahahaha. Der zeigt mir nämlich jetzt erst unten seinen... Jetzt auf einmal zeigt er mir unten so einen Flüssigkeitszugang an. Okay. Den hatte ich vorher nicht. Hä? Was
Strange. So, und jetzt geht's hier mal los mit der Roboters. Mit der Roboters? Ja, Mann. Warte, sehr können geil. Wir nochmal drehen? Mit der Roboters geht es los, sagt er. Nehmen wir es doch von unten ran. Alles klar. Dann gehen wir eben von unten ran. An die Mutti. So. Kann auch ganz nett sein. Ja. Sie sagt. Na, bau den ab und bau den dahin. Okay, wir haben jetzt 8, 16, 24, 32, 40, 48. Jawohl, Mann, es geht. Solarpanels, mein Lieber. Juhu, es geht, es läuft. Ja? Ja. Da. Electronic Circuits brauche ich dafür. Okay, okay. Hast du hier welche drin? Ja, zu wenig. Hast du zufällig noch zwei von solchen Chips von wegen schneller machen? Moment. Sonst, nee, lass, ich bin hier oben schon bei der Kiste und, ah Gott, hier haben wir ja ein paar. Ja, drinne. Zwei Stück habe ich. Komm mal eben schnell hoch. Ja? Holla. Nicht schlecht. Ja, die ziehe ich jetzt hier oben einmal durch. Ja, mach mal. Und dann glauben ja, wir. Ja, mach mal, sagt er. Ja, mach mal. Und da brauchen wir, glaube ich, irgendwo halt. Magst du mal kurz mitkommen und die dann hier reinlegen in die eine Fabrik? Alter, was ist das denn jetzt hier für ein Ding? Was denn? Roboport Unflyable. Ja. Das ist dann da, wo die Roboter reinkommen. Aber wie geil. Magst du mal in die hin? Fabrik mit der, genau wo du davor stehst, da mal die beiden Chips reinknallen? Ja. Super, dankeschön. Jo. Hervorragend. So, jetzt können wir nämlich noch eine Fabrik bauen, die dann die Flying Robot Frames herstellt. Sehr, sehr schön. So, diese hier und die nimmt dann hier die da. So, dafür brauchen wir jetzt nochmal... Sorry Leute, ich bin gerade ein bisschen am Essen. Guten Appetit. Danke. Na, das wird ja hier wieder nichts. Da müssen wir dann noch ein bisschen umbauen hier. Solar Panels haben wir jetzt noch 5. Komm, da geht aber noch was. So, du machst jetzt die grünen Chips. Da. Und zwar holst du dir die von da rein. Der kriegt von da auf jeden Fall genug. Na? Ich könnte hier eigentlich noch einen dritten von den Dings vertragen, ne? Von den Dings? Einen dritten von den Assembling Machines. Warte mal, ich baue hier mal eben so einen kleinen Knick rein. Dann kann die nämlich noch hier zwischen. Steel Chest, genau, immer Rinder. Quatsch, falsche Seite. So, super. Und dann machen wir hier noch so, haben wir noch so einen? Nee, haben wir nicht. Habe ich noch eine blaue? Nee, wie wir hier beide wieder so am Kraxeln sind, ne? Am Murmeln sind irgendwie. Am Murmeln, ja, genau. So, dann kann nämlich hier. Und du gehst dahin. Boah, Ärmchen. Gib mir Ärmchen. Übrigens mit Rechtsklick, glaube ich, kann man immer 5 bauen, wenn du auf ein Item klickst. Dann baut er mal automatisch 5. Oh, krass. Dann kann die. So, was fehlt noch? Steel Plate und die Batterien fehlen noch. Keine blauen Ärmchen mehr, weil wie jetzt. Wo kommen denn Batterien? Wo machen wir denn Batterien?
Batterien machen wir. Gute Frage. Irgendwo da unten. Gut. Irgendwo da unten, sagt sie. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er. Das ist die Frage. Ja. Kann ich das jetzt einfach so hier dran setzen? Ja, Tatsache. Der nimmt sich das weg. Okay, super. Dann brauche ich hier ja nur einmal die. Perfekt. Jetzt kriegt er schon mal wieder ein paar mehr Kabel. So, kein Strom, aber kein Problem. Dann kriegen wir nämlich ein paar mehr grüne. So, wo sind Batterien? Batteries. Batteries sind hier unten bei meinem. Hier, wo ich jetzt gerade bin. Ach, hier, okay. Mhm. Aber so richtig schnell sind die auch nicht, wa? Nee, weil wegen dem Sulfur hier unten, ne? Ah ja. Pass mal auf. Wegen dem Ölding. Aha, pass mal auf. Jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt machen wir mal Folgendes. Weil wir können ja jetzt hier nämlich mal schon. Jetzt probieren wir das mal. Ich nehme hier mir mal eine, so eine Apparello. Und dann bauen wir mal eine Pumpe. Vielleicht bringt das ja schon was, wenn wir die hier in die Pipeline hauen. Können wir nicht noch eine zweite Ölraffinerie machen? Theoretisch schon, aber warte mal, ich wundere mich gerade, warum kommt denn hier so gut wie gar nichts an? Ach, weil die schon wieder keinen Strom hat, das Scheißding. Alter, ich kriege hier noch einen Vogel, wirklich. Ja, ich baue jetzt noch Solarpanels nach. Ich habe jetzt noch 12, das werden wir mal ein bisschen erweitern. Ich hoffe, das fließt auch wirklich mit in den Stromkreislauf ein. Müsste eigentlich. I hope so. Also die sind alle voll. Ja, das kannst du wieder vergessen hier. Das zappelt hier schon wieder rum. Der Kollege Stromanzeiger. Und wir brauchen aber mehr Batterien. Unterm Strich brauchen wir mehr Batterien. Okay, und wieso geht das hier schon wieder nicht? Oh, unsere Fuel ist so ein bisschen hier in Nöten. Mhm. Okay, dann müssen wir jetzt, glaube ich, mal hier so ein bisschen. Na? Mal so ein bisschen, glaube ich, jetzt aktuell mal umschwenken. Wir können das hier weg. Ja, machen wir das mal so. So, und dann hauen wir hier nämlich mal die Kohle rein. So, mach mal, Junge. Okay, super. Der hängt da hinten noch dran. Jetzt füttern wir hier ein bisschen Kohle nach, dass dann da der Scheiß da oben wenigstens brennt. Weil ich glaube nämlich, wir würden schon hinkommen, wenn wir genügend Energie hätten. Aktuell. Okay, ich baue hier gerade noch weiter an dem Solarfeld. Weil wenn die nämlich alle ordentlich zu futtern haben, die Dinger, dann geht das auch. Und das läuft jetzt gerade wieder ein bisschen. Ich habe jetzt nämlich hier mal 700 Kohle reingekloppt. Mhm. Und in so eine Kiste, die das hier nämlich gerade mal dann reinfüttert. So. Und dann kommen wir damit nämlich schon wieder so ein bisschen besser hin. Okay. Gut, also Solarpanels haben wir jetzt 8, 16... 24, 32, 40, 48, 56, 64, 67 Solarpanels. So, was kommt denn hier eigentlich rein? Aua. Sulfuric Acid macht er aber irgendwie nicht. Macht er gar nicht mehr? Naja, schon, aber irgendwie sehr behäbig. Ja, das stimmt. Das ist halt wegen dem. Der so. Sammelt halt unten auch kein Zeug irgendwie, ne? Ne. An. Keins von dem. Hier hinten kommt aber alles an. Da kommt die Kohle an. Ha, da können wir schon mal hier die Roboter, den Roboter-Speed erforschen. Sehr schön. Machen wir mal. Die sind jetzt alle gefüttert hier. Wir forschen mal die Roboter durch. Sehr schön. Solange wir sie noch nicht richtig bauen können. Warum können wir die eigentlich noch nicht bauen? Also der See müsste schon lange leer gepumpt sein, so wie wir hier am Wassersaugen sind. Ja, zum Glück sind Wasserquellen ja unendlich. Ja, zum Glück, ey.
So, und warum kommt hier nicht genügend Sulfuric Acid an? Achso, das schließt sich ja dann hier mit dem. Weil nicht genügend Petroleumgas kommt. Warum kommt nicht genügend Petroleumgas? Warum kommt eigentlich nicht genügend Petroleumgas? Genügend Öl haben sie doch, die Scheißhalle. Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, ist der Weg zu weit bis zu den Tanks oder was? Muss da vielleicht noch ein Tank dazwischen? Nö, wenn du mal reinguckst oder mal auf die Mouseover machst über die jeweiligen Rohre, dann siehst du den Füllstand. Das ist alles super und das kommt auch hier direkt an, das Crude Oil. Hier kommt's an, da kommt's an. Also wir können sicherlich noch gerne noch eine zweite Chemical Plant hinstellen. Ist das eine? Nee, eine Oil Refinery. Ich ja, baue mal eine. Petroleumgas kommt halt super sporadisch nur an, ne? Ich baue mal eine. Ich baue mal noch eine Chemical, eine Oil Refinery. Die übrigens Henrik Hagen heißt, die erste, die wir gestellt haben. Ich denke mal, es wird ein Kickstarter gewesen sein oder irgendeiner. Wie heißt die, Henrik Hagen? Ach so. Ja, stimmt, sehe ich auch. Oder soll ich hier vielleicht auch mal zwei von den blauen Dingern reinpacken? Warte mal. Nee, lass mal wegen Energieverbrauch und so, bitte. So, jetzt haben wir hier unten. Habe ich keine. Doch, hier. Nehmen wir mal die Small, ist egal.